Wie wird guter Kompost nun eigentlich gemacht? Es richten sich ja viele, viele Mythen darum. Und tja, ihr müsst die Wahrheit selbst herausfinden. Aber ich versuche euch eine bestmögliche Anleitung zu geben. Genau, und das Zeug hier ist 2 Jahre alt. Naja, das ist irgendwie, was mir jetzt am besten gefällt und am schönsten ist. Und einfach, da gehören halt einfach diese 2 Jahre natürliche Prozesse noch am Ende dazu, um halt einfach dieses krasse Produkt zu machen, liegen lassen. Deswegen kann ich halt mit den Pilzen und mit den Tieren zusammenarbeiten, anstatt ihn jede Woche durchzurühren. Es gibt halt auch Komposthersteller, die den wirklich jede Woche umdrehen. Und mag vielleicht auch sein, dass das die Laborergebnisse am Ende ganz gut sind oder die werden ganz gut sein, ganz bestimmt halt. Oder es kommt natürlich auch auf eure Bodenbedingungen an. Da kann halt so ein frischer Kompost auch mal genau das Richtige sein, aber das solltet ihr halt wissen. Hier geht es eher um reife Kompost. Genau. Und natürlich, und was möchte ich euch noch mit auf den Weg geben? Vor allen Dingen macht es ziemlich groß. Am Ende bleibt wirklich immer leider richtig wenig übrig und es schrubselt unglaublich zusammen. Ich rechne hier immer so mit 30 Kubikmetern ungefähr halt. Ja, also sagen wir mal 30 Kubikmeter in so einem Big Bag Pflanzenmaterial. Das schrubselt da drinnen, denn natürlich auch immer noch mal stärker zusammen. Und dann holt ihr halt, natürlich holt man dann 15 Kubikmeter, hole ich hier bestimmt nach einem Jahr wieder raus. Und dann rechne ich nochmal im zweiten Jahr. Ich bin ja immer so ein bisschen gegen das Umsetzen, versuche jetzt diese neue Theorie zu verbreiten. Im zweiten Jahr, wenn ihr den halt in einen anderen Kompost macht oder ich mache halt so ein Hügelbeet damit in der Ecke, bepflanzen im zweiten Jahr den Kompost schon. Das ist halt einfach die Wurzelausscheidungen sind halt einfach verbessern den Kompost nochmal und ihr könnt halt zum Beispiel Biomasse anbauen. Ich habe den Waldstaudenroggen, der wird 2 Meter groß, dann habt ihr auch gleich wieder für nächstes Jahr schöne, tolle Biomasse zum Beispiel oder Sonnenblumen, Biomassen anbauen, Biomassen selber anbauen oder die heiligen Kompostdüngerpflanzen selber anbauen. Das ist so ein bisschen regionabhängig, so ein bisschen zielsetzungsabhängig. Aber mit Sonnenblumen zum Beispiel, die eigentlich wohl auch die Trockenheit im Sommer ganz gut auskennen, habt ihr natürlich einfach eine tolle Möglichkeit, viel Biomasse selber zu produzieren. Aber trotzdem seien kurz die heiligen Kompostpflanzen mal erwähnt. Ringelblume haben wir zum Beispiel, einfach so ein Kilo Ringelblumensamen gekauft, halt das ganze Gemüsebeet damit voll gemacht. Und dazwischen kommen jetzt unsere Kulturen. Wunderbare Jauche, eine wichtige Kompostpflanze, Lavendel und Rosmarin zum Beispiel. Sowas könnt ihr auch natürlich immer mal in euren Kompost machen. Schafgarbe, Reinfarn, Sommerflieder, naja, Gründüngepartner, Winterwicke, Sommerroggen und, genau, Senf. Also es gibt viele Gründüngepflanzen, die könnt ihr einfach anbauen für euren Boden. Denkt an die Bodendurchwurzelung und oberirdisch halt natürlich an die Biomasse halt, ja, die ihr denn wieder habt. Den Nachbarn Bescheid sagen, ich habe ja überall im Dorf Zettel verteilt und das hat sich natürlich rumgesprochen und jetzt haben wir halt wirklich gute Frequenzen den ganzen Sommer über, Rasenschnitte, Baumrückschnitte, und können das hier kompostieren. Knoblauch, Schafgarbe hatten wir gerade, Schnittlauch, Wermut, Birke, Kamille, Minzen hat durch die antioxidative Wirkung verstärkt sie andere Jauchen. Man kann sehr, sehr viel machen. Das waren mal so ganz, ganz kurz angerissen. Beinwell, Holunder, Eichenrinde, so heilige, heilige Düngepflanzen, Löwenzahn, Brennnessel, Algenjauche zum Beispiel, müsst ihr ja mehr sammeln. Wenn ihr mal am Meer Urlaub macht, ein Literchen Meereswasser für euren Kompost mit zurückbringen, um die Mikroorganismen aus dem Meer zu haben. Man kann auch mal frisches Quellwasser nehmen, Regenwasser, Brunnenwasser. Ein bisschen Tee kochen für den Kompost. Komposttee machen aus einem anderen Kompost. Den Komposttee auf euren neuen Kompost geben, um ihn halt zu beimpfen. So, ihr merkt schon, beim Kompost komme ich natürlich immer vom Hundertsten ins Tausendste. Davor hatte ich so viel Angst, ich konnte es leider nicht überwinden. So, jetzt arbeiten wir noch mal kurz die Punkte ab, dass ihr es halt klar am Standort ist. Nicht in der prallen Sonne, er trocknet einfach aus, dann gibt es keine Umsetzung. Wenn ihr diesen Fall haben solltet, wenn es nicht anders geht, etwas mehr gießen, aber auch sowieso alle, für alle heißt das, so wie ihr eure Blumen gießt, gießt ihr auch jede Woche euren Kompost im Sommer. Überall. Ja, so, sauber aufbauen.
nicht immer nur einfach draufschmeißen. Wir haben bei uns im Deutschen wird dieses CN-Verhältnis da so hochgehalten. Halt, es gibt andere Gartenkulturen, für die, bei denen gibt es gar keinen Kompost und die sagen, wir spinnen und die Arbeit und CN-Verhältnis, kannst du dir sowieso einen Po mit abwischen. Naja, aber so ein bisschen, sich so ein bisschen bunt schichten, sage ich mal. Daran könnt ihr euch schon so ein bisschen, wenn ihr jetzt, sage ich mal, eine grüne Schicht, Rasenschnitt bekommt, lasst die halt antrocknen unbedingt, bevor ihr wieder die nächste Schicht macht halt. Und dann was, und dann eine Schicht Laub, was Braunes halt. Also grün, braun, so ein bisschen. Und je bunter die Mischung, umso besser die Rotte halt. Ja, fragt irgendwen, verschiedene Tiermiste sind verschiedene Mikroorganismen halt, ja. Könnt diese, wenn es irgendwo die Möglichkeit gibt, die heiligen Düngepflanzen zu sammeln, baut sie selber an. Sand für die Regenwürmer, die brauchen das für ihre Verdauung. Also auch immer mal Sand auf den Kompost machen, auf den neuen, ganz normale Erde drauf machen mit dem Gedankenansatz. So, das ist ja das, was ich erreichen will, deswegen gebe ich es auch schon mal rein. Ganz normale Erde, alten Kompost, Komposttee hatten wir schon halt, ja. Oder auch einfach in der Umgebung könnt ihr auch einfach nach sehr vitalen Pflanzen gucken. Und wenn das dann einfach viel vorhanden ist, schaut euch noch die Nährstoffwerte an und dann wisst ihr, oh ja klar, sind da auch wieder viele Nährstoffe drin. Und benutzt die für euren Kompost. Maulwurfshügelerde sammeln im Wald, altes Laub sammeln, um die Waldmikroorganismen, heimische, indigene Mikroorganismen einzubringen. Das ist ganz schön halt. Hier ist natürlich durch die Kompostheizung ein großer Holzhäckselkern. Holzige Komposte sind dann zum Beispiel wieder besser, um Bäume zu düngen. Also was gibt es noch? Kompostheizung und die tausend anderen Komposte. Genau, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Groß, groß, groß. Genau, das hatten wir schon, die Rechnung, was hier so am Ende übrig bleibt. Ich versuche das die Jahre jetzt nochmal ein bisschen genauer zu beobachten, weil ich sag mal, da hatte ich so ein, in der Ecke hatte ich schon so einen kleinen Haufen Totholz vorgestapelt und dann meinen Kompost halt drauf. Und da jetzt einfach beim Abbau halt eine saubere Ecke, wo eigentlich alles hinkommt. Und dann halt weiter genauer beobachten für euch, ob ihr diese Schwundraten wirklich stimmen. Aber ich glaube, es kann so halbwegs hinkommen. Ich habe von dem Kompost auch einen 2 Jahre alten in dem Big Pack, sage ich mal. Der wird ziemlich gut umgesetzt sein, aber da hat natürlich für die Feinkrümeligkeit in dem Big Pack jetzt seit 2 Jahren habe ich hier niemals dieses Ergebnis, was ich jetzt hier mit dem Waldstaudenrockern und einfach Natur habe. Hier sind noch Kompostwürmer drin. Ingenieurin Wagner, vielleicht mal auf YouTube schauen, ist eine große, große Kompostiererin gewesen. Genau, sie sagte eigentlich erst, wenn der letzte Kompostwurm draußen ist. Aber genau, alles stimmt natürlich auch nicht, was sie gesagt hat. Und das ist jetzt hier mal, das ist jetzt 1 Jahr, da sieht man noch sehr deutlich die Holzhäcksel natürlich im inneren Kern. Die werden dann halt einmal umgeschüttet und dann gibt es nochmal ein bisschen Sauerstoff und ein bisschen Regen und alle Mann sind wieder dabei. Und dann ist es auf einmal das hier halt, ja, aber halt nur wirklich sehr, sehr deutlich weniger. Aber die feinkrümelige Struktur ist halt wirklich, wirklich, wirklich eigentlich so das Feinste und Schönste. Und dann kann man hier dann immer sagen, in einem Krümelkompost sind mehr Mikroorganismen als Menschen auf der ganzen Erde. Also das ist wirklich ein tolles Zeug, es dauert halt 2 Jahre. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare oder kommt mal vorbei zum Kompostseminar. Der Link ist oben in der Bio. Ihr könnt einfach auch ein Seminar buchen über dann zeige ich euch die, das geht ja von vorne bis hinten, die Kompostierung, all die vielen Komposter und was ihr damit machen könnt. Und dann hoffe ich euch, ja, die nächsten Jahre dann auch zeigen zu können, dass wir natürlich einfach ganz tolle, tolle Pflänzchen haben. Hier, die sind natürlich im alten, 2 Jahre alten Kompost. Und ich meine, ja, die sehen jetzt einfach toll aus und da freue ich mich. Das spricht schon mal ein bisschen für Qualität. Aber an einem gewissen Stadium sehen Pflanzen natürlich immer klasse aus. Ja. Vorher waren sie mal klein und mickrig. Und hier hatte ich nochmal einfach die Story ausprobiert. Die können halt auch Wurzeln an ihrem Stiel bilden. Und deswegen habe ich die halt komplett eingegraben. Und jetzt hat die den ganzen Topf durchwurzelt. Und dann kann sie halt einfach ein bisschen mehr Wurzeln bilden. Und davon würde man denn im Sommer... Vorführeffekt. Im Sommer profitieren. Ja, das Vorführeffekt. Ja, ist noch nicht durchwurzelt. Das lassen wir jetzt lieber. Genau. Aber sie haben sich auf jeden Fall toll entwickelt.